So, damit wieder herzlich willkommen hier bei Star Wars The Old Republic. So, eine Heldenquest haben wir noch übrig. Die machen wir mal schnell nebenbei noch fertig. Dann können wir an die Heldenquest schon mal ein Häkchen setzen. Haben wir auf Drum und Cast schon mal alle fertig. So, wir sollten uns genau Thermaldetonatoren besorgen. Die kriegen wir wo? Überall. Okay. Dann, okay. Ich verstehe, hier läuft schon wieder jemand anders rum. So. Wieder das gleiche, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist immer ein bisschen anstrengend, wenn hier noch andere rumlaufen. Denn desto länger dauern meistens die Quests. Ja, komm. So, sehr schön. Haben wir schon mal den ersten Thermaldetonator. So, Holocron brauchen wir zum Glück nicht mehr, denn das haben wir schon. Können wir also dezent schon mal ignorieren. Na, komm schon. So, wir müssen schon mal schnell umboxen. So. Wobei Nasha da ja immer noch geht. Ist zumindest noch halbwegs ansehnlich. Das ist tatsächlich immer die, die anstrengendste Heldenquest hier auf dem Planeten. Weil die relativ mit vielen Laufwegen behaftet ist, ne? Komm schon. Dauert tatsächlich immer so ein bisschen am längsten. Die erstmal durch hat, dann der Rest ist dann immer recht angenehm und relativ schnell zu erledigen. So, denn wie wir sehen, dürfen wir einmal komplett durch die Gegend rennen. Das ist halt das, was ich meinte. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir zum Schluss nachher wieder in den Norden müssen. Dementsprechend werden wir das natürlich als letztes machen. Muss man, glaube ich, noch irgendeinen komischen aufsässigen Sith nachher umhauen. So, hier springen wir erstmal das Schiff in die Luft. Jetzt mal die Gelegenheit, wenn hier gerade keine Mobgruppe steht. So. Naja, wobei wir brauchen ja sowieso noch. Mobs. Ja. Werden wir uns den Leutchen hier nochmal noch dezent annehmen. Das hasse ich wie die Pest immer. Ja. Wurde auseinandergebrüllt. Bestrafung. Bisschen Sichtweite. Er macht es dann aber auch unnötig schwer hier gerade. Statt dass er sein Schicksal akzeptiert. Einfach stirbt. So, hier können wir mal gucken. Hier können wir irgendwas abbauen. Sollte man tatsächlich mal so früh wie möglich machen. Damit wir mal immer genügend Materialien mal dabei haben.
So, hier sind es gleich drei. Brauchen wir die überhaupt noch groß? Was ist denn das hier hinten eigentlich? Landefähre 3. Ach du Gott. Das war hier hinten, glaube ich, ne? Also müssen wir doch in die Richtung nochmal. Ja, dann habe ich mich gerade ein bisschen verrannt. Nehmen wir es mal verrannt. Dachte ich, dass die die Richtung ganz woanders hingeführt hat gerade. Wenigstens haben sie nicht allzu viel Leben. Wenigstens fallen sie recht schnell aus den Latschen immer. Das ist immer das Gute. Hat diese Elektropfeile nerven immer massiv. So. Bewegen wir uns nämlich mal dezent nach hier unten und kümmern uns mal noch um das letzte Schiff, was wir noch brauchen. Mittlerweile machen wir ganz gut Schaden, möchte ich mal behaupten. Uns mal umgucken. Drei brauchen wir jetzt noch. So. Regel Nummer 1, immer erst die leichten oder die kleineren Gegner zu häckseln. Wenn man sich mit den größeren anlegt. Das sieht immer so aus wie, ah, mein Gott, der hat mir Sand ins Auge geworfen. Schmutzige Tricks, die sie hier anwenden, glaube ich das. So, wir müssen mal gucken. Ich nehme mal stark an. An der Fähre müssen wir gleich sowieso noch ein paar Mobs umhauen. Dementsprechend können wir uns das natürlich sparen, hier irgendwo welche zu killen. Nehmen wir uns die Gruppe, die da an der Fähre rumsteht. Können wir gleich zwei Sachen mit Eimer machen. So. Und da müssen wir sowieso hin. Sehr schön. Dezent umgehauen. Erstaunlich, dass der uns mal nicht betäubt. Sagte er und wurde betäubt. Ich hab's drauf angelegt. Das war gerade Karma. So, sehr schön. Wir machen den Weg frei, ne? Wie es immer so schön in der Werbung heißt. So, Landefähre Nummer 3 zerstören. Okay, die ist weit am Norden. Merkt man gleich wieder, wie verwöhnt wir waren mit unserer Saboteurin. Ne? Konnten wir uns überall schön durchschleichen? Hier läuft es jetzt wieder andersrum. Hier müssen wir uns wieder überall durchprügeln. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie vielleicht tricksen können. Ich bin dicht fällt. Ah. Können wir zumindest in der Hinsicht mal ein bisschen tricksen. Das hasse ich immer.
Kann der sich vielleicht auch mal wieder sichtbar machen? Immer mal so ein bisschen drauf aufpassen. Ja, die machen ganz gerne mal so, so einen Ionenimpuls. Und kicken einen dann mal hier dezent von der Mauer runter. Und in Anbetracht der Höhe, die wir, auf der wir uns hier gerade befinden, ist das ein bisschen ungesund. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Glück gehabt. Endgegner Fahrstuhl wieder, ne? Schlimmste, was einem passieren kann. Du überlebst die ganze Heldenquest und dann machst du einen Schritt auf den Fahrstuhl und der fährt zu früh los und stürzt runter und stirbst. Das ist noch richtig schön klischeebehaftet immer. So. Jetzt zum Glück nicht mehr allzu viel rum, das heißt, wir können dezent auch mal um den einen oder anderen Mob drüber rumlaufen. Brauchen wir uns wirklich bloß noch den Endboss hier schnappen. Beziehungsweise müssen noch eine von den Fähren da auslöschen, habe ich das. Ah, verdammt. Oh, das sind sogar wirklich zwei Goldene. Das ist aber unverschämt gerade. So haben wir nicht gewettet, Burschens. Ich bin eine Clan-Familie, ne? Und der ist ja halbe Familie mitgebracht. So. Unerfreulich, wenn man immer mal aus Versehen was ungeplantes pullt. Immer halb so wild. Wieso mal den Kampf unnötig rauszögern? Geht doch. So. So, als nächstes müssen wir dann da in das Gebäude rein. Natürlich auch mal gucken, ob wir es irgendwie schaffen, da reinzukommen, ohne was zu unnötig zu pullen. Ja, Problem ist, wir werden wahrscheinlich nicht hochkommen, wa? Ah, doch, ja schon. Ausnahmsweise doch. Wow, was war das gerade? Heilige Makrele. Das war aber gerade nicht so geil. Was auch immer uns da gerade so dermaßen getroffen hat. Das war ja ein bisschen heftig gerade. Auch immer uns da gerade so massiv getroffen hat. Oh, Inventar ist voll. Sollten wir die Sekunde mal nutzen und Bett mal ganz kurz losschicken
unseren Shot zu verkaufen. Ja. Knappe Minute. Die Zeit sollte man sich immer mal gönnen. Kann sie sich wieder ein bisschen nützlich machen nebenbei. So, wir sollten tatsächlich mal gucken. Wir dürften... Ja, wir haben schon mehr als genügend Credits. Dann werden wir uns nämlich noch mal einen Inventarslot gönnen. Beziehungsweise... Ah, komm. Leisten wir uns mal gleich zwei. Lohnt sich tatsächlich immer, das zu investieren. Kann man nicht früh genug machen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man irgendwann mal keinen Loot mehr mitnehmen kann. So, sehr gut. Mach mal schnell nämlich die letzten noch. Alexi, grüß dich. Na, alles cool? Ja, wir sind wieder fröhlich und fleißig unterwegs, ne, wie es sich gehört. Gleich geht's besser. Weil der ein bisschen vorwärts kommt direkt mit unserem Krieger. Beziehungsweise mit unserem Marodeur. Hab ich das? Dolle Schaden hier gerade. Musst du wohl aufhören, glaube ich das? Jetzt fängt die an, sich hier zu heilen. Ich glaube, es hackt. Fräulein, so haben wir nicht gewettet. Die traut sich ja was hier. Unverschämtheit. Gut zugegeben, es ist jetzt nicht ganz so schlau, hier im AE stehen zu bleiben, aber... Manchmal hilft nur Burst Damage, da muss man einfach draufknippeln. Wir werden niemals beweisen können, dass Lord Graatan hinter den Übertragungen gesteckt hat, die ihre Invasion ermöglicht haben. Aber das ist nicht wichtig. Jeder von Rang und Namen kennt die Wahrheit. Und Graatan verliert bereits an Einfluss und Unterstützung. Sehr schön. Hier. So, und wenn wir uns mal nach Car City... teleportieren, beziehungsweise im Moment. Car City Expansionsdistrikt. Ah ja. Wir haben Car City noch nicht entdeckt, darum können wir noch nicht rein. Ah, sehr schön. Ja, kann ich verstehen, dass das dann entspannte Situation ist, wenn man dann abends tatsächlich mal nicht los muss. Das glaube ich dir da gerne. Das ist schon mal besser. So, jetzt müssen wir mal schauen. 36, 54er. Gucken wir mal, ob wir das Richtige gleich da haben, wo wir es brauchen. 36er. Jetzt haben wir noch das 46er. So. Tauschen wir das nämlich mal aus. Sehr schön. Dann haben wir gleich auch noch eine bessere Waffe gekriegt. Vorhin sage ich es noch, ne? Es wird mal Zeit, dass wir ein besseres Lichtschwert kriegen. Und direkt kriegen wir eins. Sag's ja, manchmal muss man nur laut genug meckern. So, was können wir nicht hier brauchen? Ah, ein Rock, der schwere Rüstung ist, ne? Ist auch kurios. Oh, kann man den Rest alles... Können wir den Rest alles verkaufen? Tja, warum Wett auch immer den Schwanz nicht haben will? Leben Sie wohl. Einen grünen Schwanz. Ah, hier kriegen wir nochmal Geld von unserer lieben Malora. So, kriegen wir direkt nochmal Medipacks. Oh.
Freundebelohnung. Oh. Was ist das? Aha. Cool. Praktisch. man sieht, sowohl die Leute, die man über den Reflink wirbt, kriegen anscheinend Belohnungen, als man selbst auch. Wir haben jetzt quasi jetzt hier gerade eine Quest, beziehungsweise eine Belohnung fürs Wirbt einen Freund-Programm bekommen. Das ist interessant. Können wir mal gucken, wie das aussieht? Ist gratis, nehmen wir mal mit. Aber wir bleiben mal bei unserem. Wir bleiben mal bei unserem heißgeliebten Kampfläufer hin. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Aber schön, dass es sowas gibt, dass beide Seiten quasi von profitieren. Ein Rock aus Duros-Stahl. Sehr interessant. So, sehr schön. Haben wir Car City nämlich auch direkt nochmal aufgedeckt. Können wir uns also in Zukunft auch mal hierhin teleportieren. So, wir müssen natürlich nochmal einmal rauslaufen, denn dadurch, dass wir uns hier in die Nähe hin teleportiert haben, haben wir natürlich die Quest noch nicht getriggert. Das müssen wir also nochmal separat machen. Können wir hier noch... Ah ja, Wissensobjekt. Wissensobjekte nehmen wir natürlich gerne mit. Gibt nämlich alles nochmal extra EP. So, ich meine mich erinnern zu können, dass hier oben auch nochmal ein Wissensobjekt war. Beziehungsweise, ich glaube, auf der anderen Seite. Ja, andere Seite. Schnappen wir uns die nämlich gleich mal. Oder war es hier unten? Ne, war hier oben, glaube ich. Ah ja. Sehr schön. So. Gratis EP fürs Einsammeln. Immer diese schwer verdiente EP, ne, wo man extra irgendwo hinlaufen muss und was anklicken muss. Ist ja ekelhaft. So, jetzt haben wir die Quest nämlich auch getriggert. Wunderbar. So, werden wir gleich nochmal ein, zwei Nebenquests mitnehmen? 7 brutale, blutige Morde. 7. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators, werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Ganz schön aufmüpfig, der Typ. Was soll ich dagegen tun? Ich bin nicht dazu geeignet, ihn zu konfrontieren. Aber jemand muss es tun. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Wir werden mal immer wieder versuchen, dass wir Wett wieder ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Ne? Wie gesagt, sie ist momentan die einzige Dame, die uns begleitet. Freiwillig, mehr oder weniger. Er darf nicht ungehindert weitermachen. Da bin ich aber froh. Schon seit Tagen versuche ich zu erreichen, dass mir irgendjemand zuhört. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Er hat sich in die mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Brennigan. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn irgendwelcher Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Bleibt's also wieder an uns hängen. Schon besser. So, gucken wir gleich mal, ob wir noch andere haben. PvP brauchen wir erstmal nicht. Hier können wir nochmal was machen.
Das ist immer so klischeehaft, ne? Dass alle möglichen Leute sich für ihre Twilight-Begleiter und so dieses Tänzerinnen-Outfit holen. Das machen wir mal nebenbei, die Christian. Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen. Sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufriedenheit im brodelnden Groll und der Angst eurer Feinde. Dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Sichert euch jetzt eine Festung. Tja. Irgendwie können einem die Twi'leks tatsächlich leid tun, ne? Sind sie immer so ein bisschen so die Lustsklaven der Galaxis. Immer so das typische Klischee, was sie mal erfüllen. So, was gut ist, wir haben eine Festung ja schon auf Drum und Cast. Das heißt, wir brauchen rein theoretisch bloß nochmal zu unserer Festung reisen und kriegen dadurch direkt die Belohnung. Das ist das Gute daran. Ich weiß auch gar nicht, mal abgesehen davon, dass das keinen Sinn macht, aber ich weiß gar nicht, ob man überhaupt mehrere Festungen kaufen könnte auf dem gleichen Planeten. Aber wie gesagt, davon abgesehen, würde auch gar keinen Sinn machen. Da kann man das Geld besser investieren, wenn man sich quasi überall auf anderen Planeten immer eine Festung kauft. Als wenn man sich jetzt mehrere auf dem gleichen kaufen würde. Macht da keinen Sinn. Ja, das Gute ist, die Festung kann man mit allen Charakteren gemeinsam nutzen. Das ist immer das Gute. Und sogar auch fraktionsunabhängig. Also man kann auch mit Sith-Klassen bzw. imperialen Klassen auf republikanische Planeten damit reisen und umgekehrt genauso. Das ist das Gute daran. So. Direkt nochmal Level up gekriegt. So. Und nochmal jede Menge Zeug. So. Der schon mal ein bisschen Prestige. Alles nochmal ein. Tonnenweise Möbel. Wir müssen halt unbedingt mal gucken, dass wir irgendwo mal ein Special machen, wo wir mal eine Festung einrichten. Denn wie wir sehen, auch wenn ich alle Bereiche schon freigeschaltet habe von der Festung, aber die sind alle noch leer. Dementsprechend. Das Wichtigste hat man natürlich zuerst gekauft, ne? Eine Tänzerin, wie sie es gehört. Auch wenn der Rest der Festung leer ist, aber Hauptsache eine Tänzerin. Da sind wir wieder beim Thema Twi'lek, ne? Auch hier wieder gutes Beispiel, ne? Drom und Cast, das London der Galaxis. Wie ich immer so schön sage. Immer wunderbares, schönes, regnerisches Wetter. Aber hier muss man tatsächlich sagen, in der Festung sieht das ziemlich geil aus, dieses regnerische, stürmische Wetter draußen. Es hat irgendwie was. Ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, ist halt so das typische Housing-System, wie man es halt kennt aus anderen MMOs vielleicht auch schon. Ironischerweise hatte Star Wars das, glaube ich, sogar relativ frühzeitig. Also vor dem ein oder anderen Konkurrenzspiel tatsächlich sogar schon. Da waren sie schon relativ frühzeitig dabei, was Housing anging. Weil einige andere MMOs ja gerade damit großartig Werbung machen, von wegen, oh, wir haben ein Housing-System. Ja, das hatte Star Wars schon zig Jahre vorher. Ist nichts Besonderes tatsächlich. Kann man halt immer sagen, was man will, aber bei vielen Mechaniken, wo sich andere große MMOs heutzutage mit brüsten, dass sie das drinne haben, das hatte Star Wars von Anfang an drinne.
Ja, dementsprechend. Und die machen da nicht so ein Aufsehen mit, ne? Und protzen damit rum, was sie nicht alles drin haben. Das wird schon als selbstverständlich angesehen. Da sieht man halt immer so ein bisschen den Unterschied, ne? Hier wird immer relativ bodenständig damit umgegangen und andere machen halt eine riesen Werbekampagne darum und tun, wer weiß, wie außergewöhnlich und besonders das Ganze ist. Das gab's hier schon seit Jahren. Ja, ist ein bisschen... man hat ja eben gesehen, als wir die Items angesammelt haben, da hat man nicht umsonst Prestige bekommen, ne? Prestigepunkte. Ist halt wirklich nur zum Posen da, kann man fast sagen. Ja. So, ich sehe aber gerade, die Uhr sagt, halbe Stunde ist rum. Werden wir an der Stelle gerade mal kurze Pause machen, Folgenpäuschen. Ne? Träumchen wären Träumchen, gerne ein Abo da lassen, wie ihr mögt. Und ja, nächste Folge wie... schon angesagt, wir sehen es hier schon, wir sollen zu Das Baras zurückkehren. Das machen wir dann in der nächsten Folge mal. Bis dahin erstmal, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.